Ich habe Isran getroffen. Den Anführer einer Gruppe von Vampirjägern, die auch als die Dämmerwacht bekannt ist. Die Vampire, die die Halle der Wachsamkeit angegriffen haben, waren möglicherweise auf der Suche nach etwas, das in der Trübhöhlengruft versteckt ist. Isran hat mich gebeten, herauszufinden, wonach die Vampire suchen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Skyrim, bei den Ollenrollen Nummer 5. Ja, der schießt immer noch fröhlich durch die Gegend. Atmet tief ein und dann aus, wenn ihr schießt. Und wir schauen uns auch ein bisschen um. Wir dürfen hier erstmal alles mitnehmen, was in Nieten und nagelfest ist. Ne? Das wurde uns versprochen, das wurde uns zugesagt. Und hier sehe ich schon Nieten, die nicht nagelfest sind. Wieso drücke ich F? Ach ja, weil ich Cyberpunk aufgenommen habe. Nein! Nein! Naja, gut, vielleicht so kann man, glaube ich, besser den Wein nehmen. So. Sehr schön. Und jetzt nochmal hinsetzen, dann können wir wieder aufstehen. Toll. So. Ja, weißt du was? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das meiste hier, das braucht doch keine Sau. Kein Fischfass. Hier ein paar lumpige Büchers. Ist alles schon sehr runtergekommen. Also da musst du schon mal mit einem schönen Wohnmagazin wieder durch. Bevor man das hier Canyon. Bevor man das hier wieder tagesflott kriegt, also ganz ehrlich, da muss man schon mal ein bisschen durchfeudeln. Sehe ich gerade noch nicht, dass wir das morgen auf ImmoScout stellen können in der Form. Das wird keine Sau kaufen. So, wer sind Sie? Ach, Labora, natürlich. Labora, down, Aliki boom boom down. Das nehme ich. Oh, ich drück immer F, das ist echt schäbig. So, Stahlpfeile nehme ich auch mit. Konfisziert ein kleines Geweih, bevor es hier rumliegt und schlecht wird. Silberring. Boah, schön mit der Aussicht hier, ne? Wer ist denn das da unten? Wir werden es herausfinden. So, das sah gerade aus wie Sand, ist aber Schnee. Gibt es ja irgendwo. Kommen wir hier irgendwo runter? Nee, ne? Rindseintopf, vielen Dank. Da ist noch was anderes oder... Ja, scheiß drauf. Es ist, also ganz ehrlich, ist sehr schön hier. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Schloss uns höchst selbst gut zu Angesichte stehen würde. Also ich sehe uns da schon drinnen in den Zinnen. Das, ja. Eine sehr schöne Immobilie, auch Wertsteigerung. Durch Stadtnähe. Ich glaube, wir sind in der Nähe von... Nein, nicht ganz in der Nähe von Riften, aber... Ich glaube schon, die Herrschaftlichkeit des Anwesens rechtfertigt die Wertsteigerung. Mit Aussicht auf den Großglöckner, da ist alles dabei. Hier auch nochmal. Aussicht. Gut, der Hausmeister ist... ein bisschen... nachlässig, würde ich sagen. Und seit Corona darf das Putzteam nicht mehr rein, also ist auch schwierig geworden, deswegen, naja, da muss man halt drüber wegsehen. Dann müssen wir für die Vermietung alte Fotos nehmen oder wir machen Airbnb draus. Also, ich bin gleich fertig. Guck mal hier, grüne Apfel. So, wäre doch schade, wenn die hier verkommen. Was haben wir hier? Dawnguard Gauntlet. Toll. Beutel leer. Hier sind wichtige Briefe und Dokumente, die wir nicht lesen können. Ach, Mann. Oh, und hier ist endlich ein bisschen Wärme am Feuer. Das Gemäuer, also es gibt leider keine Fußbodenheizung. Generell sehr wenig Komfort aktuell und Renovierungskosten wären zu horrend. Das ja, können wir uns aktuell nicht leisten. Und man weiß ja, wie sowas läuft. Wenn wir das renovieren lassen, in der Größe, auf neuwertig, dann wird es bestimmt vom Staat konfisziert. Als Landsitz für Iro Gnaden.
So, hier aber auch sehr lauschig alles. Bran! Ich kann mit ihm gar nicht reden. Bran? Sag mal, der Name kommt mir sehr bekannt vor. War Bran nicht manchmal ein Vogel? Und später, aus irgendeinem Grund, den niemand verstanden hat, ein König? So, ich räume mal auf. Das ist ein schicker Hosenanzug auf jeden Fall. Ja, schade, dass man Hunde nicht streicheln kann. Aber Skyrim ist ja schon ein bisschen älter. Ich würde meinen Arsch verwetten, im nächsten Teil kann man das. Bei Elder Scrolls 6. Wann immer es rauskommen möge. Mögen sie sich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Denn ich glaube... Dead Drop Falls, okay. Denn ich glaube, Bethesda nach Fallout 76 hat einen schweren Stand. Und Cyberpunk hat es momentan etwas, naja, vorgemacht. Wie solche Versionen heute eben nicht mehr mit Charme... Ja, oder wie fehlerhafte Versionen quasi nicht mehr unbedingt immer mit Charme schön geredet werden können. Das hat früher bei Bethesda geklappt, klappt auch bei Skyrim, hat auch bei Fallout 4 geklappt, bei Fallout 76 überhaupt nicht mehr. Und bei Cyberpunk, naja, ihr wisst es ja selber. Obwohl das halt echt ein gutes Spiel ist. Lass ich nichts drauf kommen. Außer natürlich die Konsolenversionen, also da... Ja. Aber ich meine das Spiel an sich. So, ist das jetzt gut, was ich hier gemacht habe? Aber wir sollen ja alles erkunden, ne? Was ist das für eine... Oh, hier unten könnte man doch... Hier unten könnte man prima... Was? Oh, Giftpfeile, okay. Ah, verstehe. Hier unten könnte man doch prima... Die ist ja leer. Hier unten könnte man prima ein Lager reinbauen. Also das... würde mir gefallen. Ah, ich sehe schon. Oh, das sind wahrscheinlich die... Wir latschen hier gerade die ganzen Vampirfallen ab, kann das sein? Was? Also wenn ich das hier hoch mache, geht das andere runter. Aber... Muss ich vielleicht... Ah ja, alles klar. Raffiniert? Ja, jetzt müssten wir... Okay, weißt du was? Ich mach mal... Nein, ich mach mal ganz kurz eben... wir müssen ja wieder irgendwie raus, ne? Okay, Reiselaterne ist an. Nein! Uha, C gedrückt auszusehen. Wie gesagt, Cyberpunk gespielt. Ah, alles klar. Okay, okay, so wird ein Schuh draus. Ob du mich verarschen willst, wäre meine Frage. Wie soll ich denn hier rauskommen? Oder gibt's da auch wieder... Na, holla die Waldfee. Okay, hier drinnen wahrscheinlich irgendeine Kette oder irgendwas. Schalterchen, Kette, irgendwas hier drin, damit man hier wieder eine Luftschleuse vielleicht nicht. Na gut. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Habe ich vorher gespeichert? Ich weiß nicht, weil ich habe gar keinen Bock hier auf dieses Labyrinth gerade. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt.
Sonst sehe ich aber nichts in der Richtung. Nö. Zed hat nicht geklappt. Da oben ist was, aber das Problem ist, bin mir ziemlich sicher, der Pfeil prallt hier am Gitter ab. Ja, wie komme ich denn wieder? Jetzt ist aber jetzt, also da ist die Laune aber gleich wieder. Wie komme ich denn? Ich will doch hier raus. Ich bin in das Loch gesprungen, voller Wagemut, weil ich dachte. Oh ja, da war die Falle wieder. Da sind wir hergekommen. Und hier. Also hier wird es sonst keinen Ausgang geben, weil sonst wäre ja alles furchtbar. Oh Gott, ist das dunkel hier. Sonst wäre ja alles furchtbar unsicher. Heißt das, wir stecken fest? Oder heißt das, ich habe irgendeinen Hebel vom Gitter nicht gefunden? Ich würde aber eher laden, als jetzt hier irgendwie in dieser leeren Höhle rumlaufen. Nee, das kann ja kein Eingang sein. Auch nichts, außer ewig währende Schwärze. Okay, ich lade nochmal, das ist mehr. Oh Gott, ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit nur dieser Höhle da rumzulaufen. Puh, zum Glück habe ich vorher gespeichert. Also vielleicht müssen wir sogar mal irgendwann da runter, aber solange ich es vermeiden kann, vermeide ich es. So, wo bist du denn? Reiseleiter, let's go. So, bloß wieder zurück nach Dämmerwacht und dann gucken wir mal, dass wir hier langsam mal anfangen. Das Erwachen muss geschürt werden. Die Leute brauchen einen freundlichen Weg-Reminder von uns. Und wenn ich Leute sage, dann meine ich die Leute mit den sehr ausgeprägten Fangzähnen. So. Gibt's eigentlich vegane Vampire? Nur mal so gefragt. Und ist es vegan, Menschenfleisch, also Menschenblut und so? Wahrscheinlich. In einer Vampirgesellschaft könnte es sein, um gegen die Massenmenschhaltung zu demonstrieren. Könnte ich mir vorstellen. Das ist aber eine Parallelwelt, in der Vampire die herrschende Spezies sind und Menschen wie das Schlachtvieh, das sie eben sind in dieser Welt, quasi in, naja, Legebatterien nicht unbedingt. Die werden dann immer. Ja, Männchen brauchst du nicht viele, glaube ich. Also Männchen wird, glaube ich, nur eins behalten. Und der hat dann zu tun. Das klingt erstmal spaßig, aber so auf Dauer. Hallo, Servant. Okay, okay. Ein Rätsel. Was ist das da drüben? Das da? Das ist Servant. Hier ist Sertür. Da gehe ich mal durch. So. Können Konstrukte, können Dwemer-Konstrukte eigentlich andere Dwemer-Konstrukte erschaffen? Sonst müssten eigentlich längst alle weg sein, oder? Müssten längst alle besiegt sein. Theoretisch. So, wann ist denn jetzt hier... Ah. Ah, jetzt bin ich ja wieder hier. Okay, also langsam... Ich find's hier sehr schön. Aber... Der Dedra-Verbrennung, huch. Aber langsam könnte auch mal wieder was Zielführendes passieren. Ist ein sehr schönes Gebäude ist das hier. Sehr wonniglich.
Aha, die dralle argonische Maid, natürlich. Schön unterm Nachthimmel gewichst hier. Die Dämmerwacht. So. So. Ja nun. Wir waren doch gerade drin. Du brauchst jetzt nicht alles nochmal laden. Das ist alles noch im Speicher. Ja, das ist alles noch im Speicher. Ja, das ist nicht mehr laden. Ja. Creation Engine. Ja. Ich hoffe so sehr, dass in einem zukünftigen Teil keine Ladebildschirme mehr sind. Dass alles fußläufig zu erreichen ist, ohne nachzuladen. Ach ja. Ach, ich. Okay, gut. Wir gehen dann mal runter gucken. Aber eigentlich will ich los. Ich weiß, wir dürfen alles mitnehmen, aber. Oh, wollte gerade sagen, ich habe Interesse an gar nichts hier. Oh, es stehlen! Hä? Wie das stehlen? Ich darf doch alles mitnehmen! Der hat gesagt, ich darf alles mitnehmen. Ja, das kannst du behalten. Hier ist eh nur. Sieht eh nach Müll aus. Journal. Bandits, was? Oh, kann das sein, dass es Mods, dass es eine Mod ist? On the Bright Side, lalala. Und das wurde nicht übersetzt. Dass die Festung eigentlich gar nicht so groß ist und ich hier ganz umsonst jammere, weil ich selber Mods installiert habe. Ich weiß es nicht mehr, ist schon über ein Jahr her. What an amazing find. How many people can say they found a massive and empty fortress out in the woods? This place is just perfect for people in my line of work. Even if I were to explain how we managed to find this place, no one would believe it. I have no education to describe the wonder that made us discover it. But the fact that my two fellows, Karen and Horgan, saw it, proves that what I saw must have actually happened. It was strange indeed. As if this large chunk of rock which I thought to be part of the giant cliff, it disappeared, like a fog. Now that I swear it was some kind of witchcraft or something, I've never heard of any enchanted rocks that can disappear though. It's obvious now that we've made a right choice by leaving old Cody's camp, isn't it? I admit it. The last month of foraging to death, walking to death, and starving to death with just three of us has been painful. At one point I thought to crawl all the way back to the camp where we came, but who's laughing now, old Cody? Who's laughing now? All right. So apparently the part of the fort is directly connected to what looked like a cave. Here's a problem with the cave. There, the bear. The big one. I and Horgan started roaming around in there. Okay, ich steh jetzt mal einfach. Ich steh jetzt mal einfach. Oh, das ist Horgan. Knochenmehl und hier ist verbrannte Leiche. Ja, diese Team kannst du behalten. Ein großer. Warum sind die verbrannt? Steht bestimmt im Tagebuch. Aber ich wollte jetzt nicht Englisch vorlesen. Ja, ist schon. Das ist schon cool. Ich stürze mich mal nicht runter, obwohl ich Bock drauf hätte. Solange ich keinen Aufstieg finde. Ich habe jetzt von der Höhle gerade schon genug. Oh, 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 oh. Ja, okay. Schon sehr cool gemacht. Hier geht's dann vielleicht runter. Ne, doch, hier geht's runter. Alles klar. Da ist ein Balkönchen. Da geht's hinten wieder hoch. Und hier bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach nur. Ja, okay, das ist nur Grafik. Ich dachte, wir können noch Bücher aus dem Regal nehmen oder irgendwas, aber da ist aber nichts. Das sieht aber nur gut aus. Bücherschrank. Aha, Worte der Stammesmutter. Ja. Bücherschrank. Bete dich an Troll. Brrrt, haben wir alles. Bücherschrank. Haben wir alles? Bücherschrank. Auch da haben wir alles. Hier ist nix. Keine Bücher, kein Schrank.
So, und da oben? Bücherschrank. Ich gehe nochmal kurz gucken. Okay. Oh. Über die Vorsicht. Okay. Gut. Bücher. Über die Vorsicht. Haben wir vielleicht schon mal gesehen. Ich weiß es nicht, das Buch. Worte der Stammesmutter. Wir haben es auch noch nie gelesen. Von Anisi an ihre Lieblingstochter. Ja, du bist kein maunzendes Kätzchen mehr und hast gelernt, Dinge vor Anisi geheim zu halten. Und daher sagt man es dir. Okay. Gut. Ich gehe wieder hoch. Sehr schön hier, aber ich würde jetzt... Eigentlich möchte ich jetzt gerne meinen Pfahl in Vampire stecken. Hier geht's hoch. Nee, lass mal. Hier müsste es hoffentlich wieder zurückgehen. Hier ist der Raum, genau. Oh. Wie komme ich hier wieder raus? Okay, ah, gut. Ein Hoch auf den Kompass. Den wir immer zur rechten Zeit parat haben. So, heißt immer Canyon. Egal, wo wir rausgehen, wo wir rauskommen. Hey, Jelan! Ist... Guten Morgen. Morgen! Guten Tag. Hallo! Guten Morgen, guten Tag und falls wir uns nicht mehr sehen, gute Nacht. Daran hast du mich gerade erinnert. Entschuldigung. So, du Tag. Sag mal, meine Frage unter Kollegen. Warum habt ihr euch der Dämmerwacht angeschlossen? Ich habe zwei meiner Frauen an die Vampire verloren. Oh. Ich werde sie rächen. Gut zu wissen, dass ich es nicht alleine tun muss. Ich bin froh, dass es diese Dämmerwacht gibt. Ja, das sehen wir noch. Also gut. Ciao. Das sehen wir noch, wie froh wir sind, dass es diese Dämmerwacht gibt. Die ist sehr schnieke. Ne? Also keine Frage. Ein bisschen nicht labyrinthisch, aber naja, wenn man sich nicht auskennt, ist es schwierig, da drin rumzunavigieren. So, schöne kleine Außenmap. Ich habe immer noch, wenn ich das richtig sehe, die Reiselaterne. Ja. So. Muss ich wieder auf die 8 legen. Aber irgendwie denke ich nie dran. Dam, da, da. So, wieso gehe ich eigentlich zu Fuß? Wo sollen wir hin? Wir sollen in die Trübhöhlengrüft. Lydia ist gerade nicht dabei. Ich würde sie gern mitnehmen, aber momentan versuche ich gerade... Naja, ich probiere gerade unsere Rüstung aus und eigentlich wollte ich auch mit dem Schild und so rumprobieren. Hallo. Ja, das geht. Wo ist denn? Okay. Bin ich... Okay. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig war. Das Schöne ist... Wir sind ja jetzt Werwölfe. Ich weiß ja... Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer... Ein Absturz. Okay, ich würde vorschlagen... Ne, komm, ich... Wir machen gleich weiter. Ich starte nochmal. Ich bin gleich wieder da. Warte mal. So, dann probieren wir es nochmal. Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Ja. Alleine hierher zu kommen. Ein Dummkopf, so wie all die anderen. Aber er hat gut gekämpft. Doch Jeron und Bresot waren ihm nicht gewachsen. Die beiden haben bekommen, was sie verdient haben. Ihre Arroganz wurde unerträglich. Das ganze Gerede macht mich ganz durstig. Vielleicht kommt bald schon ein weiterer Wächter. Ich wünschte, Lokil würde sich beeilen. Am liebsten würde ich zurück zur Burg reisen und Hakon sagen, was für einen Idioten er mit dieser Mission beauftragt hat.
Und ich würde am liebsten Lokiel von eurer Untreue erzählen. Das würdet ihr nicht wagen. Und jetzt seid still und haltet die Augen auf. Ja, gut. Das Gespräch haben wir schon mal. Wenn ich jetzt weitergehe und es stürzt ab, dann hasse ich alles. Oh. Shit. So, da bin ich wieder. Lange Zeit später, um nicht zu sagen einige Tage später, es scheint so, als wäre Dämmerwacht sehr, 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 sehr buganfällig. Wohl, ja, und gerade die Erwachen-Quest, die soll an mehreren Stellen wohl sehr, 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 sehr oft abstürzen. Bei vielen, vielen Spielern. Also auch da ist Google wieder voll. Ich habe ungefähr 1000 Sachen ausprobiert, inklusive dem Ausklinken aller Mods, inklusive dem Ausklinken bestimmter Mods, inklusive Sachen ablegen, inklusive bestimmte Sachen ablegen und so weiter. Ich weiß nicht, wie lange ich hier, ich habe keine Ahnung. Und jedes Mal, er stürzt wirklich jedes Mal ab, sobald ich in die Höhle gehe. Ich weiß nicht, wie oft ich Skyrim neu gestartet habe. In verschiedenen Konfigurationen. Ich will nicht mehr. Ich war zwischendurch kurz davor abzubrechen, ich will es aber nicht. Ja, und ich war sehr verzweifelt, weil ich wirklich nicht weiß, was ich tun soll. Ich komme nur bis hierher und nicht weiter. Und jetzt ist die Frage... Ja gut, es ist inzwischen nicht mehr die Frage. Ich habe was gefunden, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Man kann die Erwachen-Quest wohl komplett überspringen. Und das ist die einzige Möglichkeit. Und ich will es nicht tun. Ich würde dir sehr, sehr gerne mitnehmen. Vor allen Dingen, weil ich glaube, vielleicht ist das auch irgendwie Sinn, also gut für die Story zu wissen und so weiter, aber es gibt einfach keine Alternative. Die gibt es einfach nicht. Und auch hier bin ich wieder einer von sehr, sehr vielen offenbar, die das Problem haben. Das wurde auch nie rausgepatcht und pipapo. Naja. Ja. Ich will es nicht tun. Ich werde es tun. Wie geht das nochmal? So? Ja. Nein. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. DLC 1, Vampire Quest 01, Status 200, heißt wohl abgeschlossen. Ich krieg sogar die Errungenschaft. Nice! Ja, cool. Blutlinie. Bringe Serana nach Hause. Du, das mache ich. Ja, es tut mir echt leid. Ich wusste, also ich habe wirklich alles und ich weiß mir einfach nicht mehr anders zu helfen. Aber bevor wir Skyrim abbrechen, so kurz vor dem Ziel, das wäre einfach so bitter. Ich will das einfach nicht. Ich will wirklich auch weiterspielen. Und jetzt, wo wir, ne, ich meine, wir sind ja schon relativ weit. Ich will das jetzt nicht einfach alles aufgeben und sagen, naja, schade, tschüss. Das will ich auch nicht. Außerdem macht es mehr Spaß. Ja, ist jetzt doof, es tut mir wirklich leid, aber ich sehe wirklich keine andere Möglichkeit. Ich habe schon im Stream mehrfach mein Leid geklagt, das beschäftigt mich auch schon eine Weile und ich habe einige Tage damit verbracht, da rumzufrickeln, alles auszuprobieren und so weiter und so fort. Ja, naja, egal, es ist eine Quest, ich glaube, die ist wichtig, aber wir werden es hoffentlich überleben. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, ich hab leider keine andere Wahl. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge folgen wir deiner Blutlinie. Und ich hoffe, dass wir beim Rest von Dämmerwacht mehr Glück haben. Ich hoffe, da haben wir ein bisschen mehr Glück, weil das DLC soll halt... Es soll sehr anfällig sein. Ich lasse mich überraschen. Es soll das beste DLC sein, aber es soll auch das anfälligste sein. Also, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich befürchte das Schlimmste und hoffe das Beste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und dann folgen wir der Blutlinie. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.